Die Aktendeckel sind noch warm. Die Zoom-Lizenzen brummten noch bis gestern Abend spät und Kacheln waren noch gefüllt. Das letzte Päckchen noch nicht verpackt. Die letzte Sitzung steht noch aus. Und doch waren vorhin schon die ersten Posaunenklänge vor der Verwaltung zu hören. Jetzt ruhen erstmal die alltäglichen Treiber. Geschäftsgang und Verwaltungsakt werden still. Mach und Kira haben frei. Die rauchenden Köpfe werden klar, die Flure leer und unsere Herzen füllen sich mit Hoffnung, die vom Himmel kommt. Herzlich willkommen zu unserem vorweihnachtlichen Gottesdienst der Kirchenverwaltung der EKN. Herzlich willkommen hier in der Pauluskirche und alle, die uns sehend, hörend und betend an den Bildschirmen im Internet verbunden sind. Diakonie und Kirche gehören zusammen. Das wird uns gerade in diesen Zeiten wieder bewusst. Darum freue ich mich sehr, dass diesen Gottesdienst mitgestalten wird Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir feiern unter 2G-Bedingungen, können singen mit Maske. Und wie auch immer wir hier sind, heute und hier, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, die zu uns ist wie eine Mutter. Im Namen Jesu, Sohn Gottes und Menschenfreund, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet und begeistert. Amen. Thank you.
Ich verlese den Wochenpsalm, Psalm 102, nach einer Version von Peter Spangenberg. Du, lieber Gott, bist hier und überall zu aller Zeit. Du hast deinen Namen allem, was lebt, unauslöschlich eingeprägt. Unendlich liebevoll kümmerst du dich um dein Werk. Deshalb glaube ich auch fest, dass du kommst und hilfst. Es gibt so viele Menschen, die sich verlassen vorkommen, so viele, die verlassen sind. Du mit deinen großen Augen siehst doch alles und du trägst uns alle in deinem Herzen. Du hast alle Welten geschaffen, auch unseren Himmel und unsere Erde. All das wird einst vergehen und alles, woran wir uns halten, wird veralten wie ein Gewand und du wirst den Neue schaffen, so wie du uns neu schaffen wirst nach dem Ende unserer Zeit. Du aber bleibst, was du bist, unser Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Amen. Wir bringen uns vor Gott. Großer Gott, wir suchen nach Antworten in dieser fragwürdigen Welt und können sie doch uns selbst nicht geben. Wir suchen nach Überwindung von Streit und Unstimmigkeiten und finden doch den Weg zueinander nicht. Wir suchen nach Heil und Sinn in unserem Leben und verzweifeln doch, sie uns selbst zu schaffen. Darum beten wir zu dir, Herr, erbarme dich. Und wie gut und wie schön, dass wir immer wieder neu die Antwort Gottes hören können, denn Gott ist die Antwort auf all unser Fragen, auf all unser Suchen, auf all unser Trachten. Denn so steht es geschrieben: Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Amen. Lassen Sie uns beten. Großer Gott, ganz klein, Weihnachten naht, das Fest der Geburt deines Sohnes mitten unter uns. Der Himmel öffnet sich, wir heben den Kopf und blicken deiner Herrlichkeit entgegen. Nimm du in deine Hände, was gewesen ist, ein arbeitsreiches Jahr, das nunmehr hinter uns liegt. Die Schrecken der Pandemie, die uns immer wieder neu umtreiben, das Glück, das Leben miteinander zu teilen und so gemeinsam die Zeit zu durchschreiten. Großer Gott, ganz klein, wir bitten dich, öffne du unsere Ohren, um deine Botschaft zu hören. Weite du unsere Herzen, auf das wir uns freuen und fröhlich sein können und dass wir immer wieder neu hören und spüren und fühlen, du kommst und willst bei uns wohnen. Amen. Sie hören jetzt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38, die Ankündigung der Geburt Jesu. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt.
der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und der Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. So spricht Gott. Dieser Vers, er ist über 2.500 Jahre alt. Er stammt aus dem Buch Sacharja aus dem Jahr 520, 518 vor Christus. Und der Perserkönig Kyros hatte den nach Babylon Verbannten die Rückkehr nach Jerusalem erlaubt. Dort durften sie sich sogar an den Wiederaufbau des Tempels machen. Doch nach kurzer Zeit stoppte der Wiederaufbau. Es fehlte an Geld und Materialien. Verzweiflung machte sich breit. Da, in diese Zeit, in diese Situation hinein, spricht Sacharja den Menschen in Jerusalem, der Tochter Zion, Mut zu. Gott kommt, er ist nahe und will wieder in seinen Tempel einziehen und bei euch wohnen. Seit 2.500 Jahren erzählen Menschen sich diese frohe Botschaft weiter, beten und hoffen, wenn sie rufen, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, ich, dein Gott. Diese Botschaft, sie gilt auch uns heute, 2.500 Jahre später. Sie gilt auch uns heute. Wie klingt es, wenn ich ausrufe, freut euch, ihr Hungrigen und Armen? Lassen Sie uns genauer hinschauen, was gerade auch die Pandemie gemacht hat mit Menschen, auch in unserem Land. Wir alle wissen, die Ursachen von Armut, sie sind vielfältig. Häufig geraten Menschen in Armut, weil sie ihren Job verlieren, krank werden, in Kurzarbeit müssen, weil es keine Arbeit gibt, oder sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin trennen. Wir wissen, besonders gefährdet sind Alleinerziehende, Beschäftigte im Niedriglohnsektor, Frauen im Rentenalter, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Familien mit mehr als zwei Kindern und Menschen mit geringen Bildungsabschlüssen. Und auch wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen noch nicht abschließend statistisch bewertet werden können, in unseren Sozialberatungsstellen der Diakonie und in vielen anderen Verbänden, da merken wir es, wie es sich verändert hat. Da steigen die Zahlen der Menschen, die sich an die Berater und Beraterinnen wenden, auf dem Weg, um Hilfe zu bekommen, auf dem Weg, um Beratung zu erhalten. Die Sozialberatungsstellen berichten von steigenden Ausgaben durch wegfallende Sonderangebote oder schwer erreichbare Notfallhilfen. Homeschooling wie Homeoffice sind insbesondere in von Armut betroffenen Haushalten auch eine starke finanzielle Herausforderung. Und all das und viele von denen, die in Kirchengemeinden und bei diakonischen Trägern sich haupt- und ehrenamtlich in der Tafelarbeit beschäftigen und dort einbringen, sie können es berichten, all das ist dort spürbar vor Ort. An den Ausgabestellen, wo Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes ausgegeben werden. Es kommen immer mehr Menschen, weil schlicht die finanziellen Mittel bis Ende des Monats nicht reichen. Viele tausend Menschen engagieren sich haupt- und ehrenamtlich
bei uns in den Kirchengemeinden und bei unseren diakonischen Trägern, um so die Not zu lindern. Wir wissen, mit dieser Arbeit beseitigen wir nicht die Ursachen von Not und Armut, aber in der wertvollen Tafelarbeit können wir Not und Armut ein Stück weit lindern und wir bekommen bei allen Mühen oftmals auch etwas zurück. Da ist die etwas ältere Dame schon, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in ihrer Tafel der Kirchengemeinde engagiert. Und sie berichtet, da hat mir beim letzten Mal kurz vor Weihnachten, also in diesen Tagen, ein Kunde, den ich schon seit vielen Jahren kenne, zum Abschied eine Kerze in die Hand gedrückt und mir frohe Weihnachten gewünscht und sich bedankt. Und auch, so fährt sie weiter fort, auch wenn mir die viele Arbeit manches Mal zu viel zu werden droht, da habe ich gespürt, was Weihnachten bedeuten kann und wie ich selbst vielleicht ein Stück weit dazu beitragen kann, dass es Weihnachten für andere wird. Liebe Gemeinde, es ließen sich leider Gottes zahlreichere weitere Beispiele aufzählen, die deutlich machen, die Not hat in und durch die Pandemie weiter zugenommen. Seien es Wohnsitzlose auf der Straße, denen regelmäßige Unterstützungsangebote durch die pandemischen Einschränkungen nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung stehen, seien es Frauen, die sich vermehrt an unsere Beratungsstellen und an Frauenhäuser wenden, weil es zu Hause durch die Kontaktbeschränkungen immer häufiger Zoff gibt, sei es Menschen, die durch Covid-19 einen Angehörigen verloren haben oder bei denen ein Angehöriger an den Langzeitfolgen einer Infektion leiden und die neben einer medizinischen Beratung auch seelsorgerliche Unterstützung benötigen. All diese Not bringt Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich für die Menschen in Not engagieren, oftmals an die eigenen Belastungsgrenzen und manches Mal auch darüber hinaus, auch bei uns in der Kirche und in der Diakonie. Und doch sind es gerade und auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen in den Kirchengemeinden, den Dekanaten, bei den Tafeln auf Ebene der Gesamtkirche, in der Kirchenverwaltung und bei der Diakonie vor Ort und im Verband. So viele Menschen, die sich einbringen und engagieren zum Wohle der anderen, jeden Tag wieder neu, weil sie wissen, es ist notwendig. Und sie geben so weiter, was sie selbst zuvor empfangen haben, um hungrigen, traurigen und kranken Mitmenschen etwas Freude zu bereiten und Not zu lindern. Das ist großartig, wie ich finde. Das ist großartig und verdient ein ebenso großartiges Dankeschön. Vergelt's Gott. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Ob Maria, immerhin ja auch eine Tochter Zion, sich auch gefreut hat. Erstmal erzählt der Bibeltext davon, dass sie sich erschreckt hat, als der Engel so plötzlich vor ihr steht und ihr die Schwangerschaft ankündigt, ihr von der Gnade Gottes erzählt und von dem Sohn des Höchsten und von dem Reich, das kein Ende hat. Und das geht ja vielleicht einer Freude über die gelungene Tat auch voraus. Wenn Gott in unser Leben einbricht, wenn uns in unserem Innern plötzlich klar wird, das ist dein Weg, den musst du gehen, dann ist das nicht immer nur die Erfüllung eines Wunschtraums. Oft genug wirbelt es Lebenspläne durcheinander. In einigen Beispielen haben wir gerade schon gehört.
Und es gibt noch so viele andere. Anpacken in den Hochwassergebieten im Ahrtal, statt in den Urlaub nach Gran Canaria fliegen. Sich in den eigenen Gewohnheiten im Umgang mit der Natur umstellen, gar nicht mehr fliegen, um den Enkeln nicht die Lebensgrundlage zu entziehen. Mit dem Virus leben und sich um die Mutter kümmern, weil der Vater nicht mehr da ist. Die beruflichen Pläne für das eigene Leben hintanstellen, um dem Partner zu helfen und die Existenz zu sichern. Sich für das Bleiberecht von Menschen einsetzen, mit den Behörden immer wieder sich auseinandersetzen, jeden Tag, obwohl eigentlich der Ruhestand so sehr ersehnt wurde. Ein Kind erwarten, obwohl das eigene Leben selbst noch so unfertig erscheint. Es gibt solche Momente, in denen einem klar wird, das ist jetzt dein Weg, ob du es willst oder nicht. Und er wird dein Leben verändern, der wird dich herausholen aus all dem, was du für dich gedacht und gewollt hast. Auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst und noch nicht weißt, wie dein Leben dann wird, solche Momente, die können erst mal erschrecken. Kein Wunder also, dass Maria noch mal nachgefragt hat, wie soll das gehen? Wie soll ich jetzt ein Kind bekommen? Nach der ersten Schrecksekunde kommt der Versuch, sich zu orientieren und sich zu vergewissern. Stimmt das wirklich? Und dann spricht der Engel vom Geist Gottes und von den Heiligen und von Elisabeth. Das finde ich besonders klug, denn es heißt ja, es gibt andere, die das Wirken Gottes auch erfahren haben, denen es ebenso geht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann sagt Maria, ich bin Gottes Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ehrlich gesagt ist mir der zweite Satz noch nie so bewusst geworden. Wenn wir in die Auslegungsgeschichte schauen, dann ist der Satz mit der Magd und dem Gehorsam dominant und breit für das Bild der Frau und der Maria geworden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Eigentlich ist das ja aber ein nicht einfach so ein sich fügen. Es ist vielleicht eher eine Art Selbstverfügung. Es steht da ja nicht einfach in Ordnung oder kann ich ja doch nicht ändern. Also ein einfaches Sich-Ergeben ins Unvermeidliche. Da hätte es vielleicht auch keiner Worte mehr bedurft. Maria aber sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es ist ihrerseits ein Wunsch, noch mehr eine Aufforderung. Es möge mir geschehen, könnte man auch sagen, es soll mir geschehen. Und dann denke ich, vielleicht ist das der eigentliche Moment der Verwandlung. Der Moment, in dem aus Schreck und Orientierung ein eigener Wunsch wird. So möge es sein. Vielleicht ist genau das, was geschieht, wenn Gott in unser Leben kommt und Heil und Segen mit sich bringt. Dass sich unsere Wünsche, unsere Leidenschaften verändern. Dass wir unser Ziel und unsere Perspektive wechseln können. Von uns weg und auf Gott hinschauen können. Dass wir anders werden können, nicht weil wir dem Druck nicht mehr standhalten und einknicken oder keine Kraft mehr haben, sondern weil wir in der Begegnung mit dem Boten Gottes etwas spüren, das über uns selbst hinausgeht. Weil wir eine Ahnung bekommen von einer Liebe zum Leben, die öffnet und weiterreicht, als wir denken und fühlen und sorgen können. Die Liebe, das eigene nicht so wichtig zu nehmen und das, was für einen anderen wichtig ist, an Bedeutung auch für mich selbst wachsen lassen zu können. Vielleicht ist es genau das, was geschieht, wenn Gott in unser Leben kommt und Heil und Segen mit sich bringt,
dass ich merke, auch wenn es quer steht zu meinen Vorstellungen, der Weg, den ich jetzt gehe, ist der, der den Segen Gottes sichtbar werden lässt. Und was ich besonders berührend finde, es ist ja für biblische Verhältnisse ein langes Gespräch zwischen dem Engel und Maria, immerhin 12 Verse lang. Der Engel bleibt lange, spricht viel, bis Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Er bleibt, bis diese Verwandlung geschehen ist, bis der Gedanke Gottes der ihre geworden ist, bis sie sich selbst auf den Weg machen kann, dann erst scheidet er von ihr. Heil und Segen kommen nicht aus mir heraus, aber sie kommen mir entgegen und binden mich ein in die Gemeinschaft derer, die warten, suchen, sich sehnen und nehmen mich mit in diese Bewegung mit Worten und Taten und machen an Maria, an mir, an uns die Verheißung wahr. Und so jedenfalls erzählt es die biblische Geschichte, entsteht die Freude, dafür zu leben. Maria jedenfalls stimmt dann ein paar Verse weiter den Lobgesang ihres Volkes an. Liebe Gemeinde, wir stehen am Ende eines langen und arbeitsintensiven Jahres. Und auf diesem Weg sind wir mit hineingenommen in die Gemeinschaft, von der wir gerade gehört haben. Und wie gut, dass wir immer wieder neu darauf hoffen und darauf vertrauen dürfen, dass Gott in und aus Liebe heraus diese ungerechte Welt mit all ihrem Leiden in eine Welt verwandeln will, die uns Heimat schenkt, jeden Tag wieder neu und an Weihnachten ganz besonders. Und wie schön, dass wir daran ein Stück mitwirken dürfen, ein jeder und eine jede an seinem und ihrem Platz. Und wie wunderbar, dass wir immer wieder auch mit einstimmen dürfen in diesen Ausruf Zacharias: Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich, dein Gott, komme und will bei dir wohnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Herzen zu erheben, soweit das möglich ist, und zum Gedenken der verstorbenen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Am 13. Dezember noch des alten Jahres 2020 verstarb Frau Christa Zachert im Alter von 81 Jahren. Sie war früher die Sekretärin im Referat Seelsorge und Beratung. Am 3. Juni dieses Jahres 2021 verstarb Herr Pfarrer im Ruhestand Peter Söder im Alter von 92 Jahren, früher Leiter des heutigen Dezernats Kirchliche Dienste. Am 29. Juni 2021 verstarb Herr Friedhelm Schrick im Alter von 85 Jahren, er war früher der Leiter des Synodalbüros. Am 23. Juli 2021 verstarb Herr Hans-Jürgen Hottes im Alter von 79 Jahren, früher Mitarbeiter im heutigen Referat Schule und Religionsunterricht. Am 20. August 2021 verstarb Herr Pfarrer im Ruhestand Dr. Roman Rösler im Alter von 90 Jahren. Er war früher stellvertretender Leiter der Kirchenverwaltung. Am 11. September 2021 verstarb Herr Hans-Gerd Häusler im Alter von 67 Jahren, früher Leiter unserer Kantine im Referat OZD. Am 12. Oktober 2021 verstarb Herr Hans-Martin Häusel im Alter von 93 Jahren, früher stellvertretender Kirchenpräsident. Und am 4. Dezember 2021 verstarb Herr Dieter Hermann Blechschmidt im Alter von 80 Jahren, früherer Kirchenbaudirektor. Wir befehlen sie der Gnade Gottes an.
Dann möchte ich Ihnen an dieser Stelle schon die Kollekte herzlich empfehlen. Sie ist wieder bestimmt für das Projekt Mukis, für das wir schon oft in diesem Gottesdienst der Kirchenverwaltung gesammelt haben. Informationen sind auch auf dem Liedblatt abgedruckt. Sie sei Ihnen herzlich empfohlen. Wir sammeln sie hier am Ausgang ein, aber natürlich können Sie auch online spenden. Und ein Dank an alle, die sozusagen im Backoffice den Gottesdienst mit vorbereitet haben. Ein Dank an Marion Glock, an Timo Schmidt und das Team, das am Eingang stand, und natürlich an das Streaming-Team, das es möglich gemacht hat, dass wir diesen Gottesdienst aufzeichnen. Und einen herzlichen Dank an alle, die jetzt aktiv, hörbar, sichtbar mitgewirkt haben und diesen Gottesdienst so ermöglicht haben. Lassen Sie uns beten und Fürbitte halten. O Gott, kommst du uns entgegen, wenn uns der Weg unendlich lang erscheint, wenn uns die Kraft verlässt und wir nicht weiter können. Wir bitten dich, komme zu uns und bleibe bei uns, bis wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Gott, wir bitten dich für Menschen, die auf andere zugehen, helfen, trösten, mitweinen und mitlachen. Mit Maske und dennoch mit deinem Geist, mit Abstand und dennoch voll deiner Liebe. Geh du mit ihnen, segne sie, schütze sie, stärke sie. Wir brauchen sie, wir brauchen einander in dieser Zeit. Wir bitten dich für alle, die vor diesen Weihnachtstagen stehen, alleine, traurig, mit Kummer im Herzen, dass deine Engel sie behüten mögen und tragen durch die Zeit. Wir bitten dich für all die Menschen, die auf der Flucht sind und noch nicht einmal eine Krippe finden im Stall. Wandle du unseren Sinn und unser Herz, damit wir sie einfach nur retten und tun, was sich gehört, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Wir danken dir für alle, die ihre Freude weitergeben, in diesen Tagen und an jedem Tag. Mit kleinen Gesten, mit guten Worten, mit liebevollen Päckchen. Wir sind froh, dass wir sie haben und sie uns deiner Liebe gewiss machen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist unser Gott. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Thank you.
im letzten Jahr anders gehofft. Liebe Gemeinde hier in der Pauluskirche, liebe Gemeinde, die jetzt alle an den Bildschirmen mit dabei sind. Wir hatten es gehofft, dass wir in diesem Jahr wieder einigermaßen normal Gottesdienste feiern können. Jetzt ist es wieder anders gekommen. Die Pandemie hat uns immer noch im Griff. Das ist eine große Belastung. Sie war es auch im vergangenen Jahr, einem arbeitsreichen Jahr, in unterschiedlicher Intensität. Aber jetzt müssen wir uns alle noch einmal sehr anstrengen. Und wir dürfen dabei die Nerven nicht verlieren. Vorgestern bekam ich eine Anfrage einer Zeitung: Welche Botschaft möchten Sie den Menschen in den Kirchengemeinden in dieser Zeit zurufen? Ich habe geantwortet: Mit der Geburt des Jesus von Nazareth im Stall in Bethlehem sind für mich besonders zwei Botschaften in diesem Jahr besonders leuchtend. Das eine: Fürchtet euch nicht. Und die andere: Frieden auf Erden. Deshalb möchte ich den Menschen zurufen: Nehmt diese Worte in euch auf, nehmt sie hinein in eure Herzen. Gott ist euch nah, Gott gibt euch Kraft, Gott stärkt euch für ein gutes und friedliches Miteinander. Das möchte ich jetzt uns allen auch sagen. Und ich danke an dieser Stelle all denen, die diesen Gottesdienst hier für uns gestaltet haben: Frau Ewald, Frau Beiner, Carsten Tag, Herr Striegler, Frau Löw. Danke Wolfgang Kleber an der Orgel, danke den Bläserinnen und Bläsern unter Leitung von Herrn Flatter hier im Gottesdienst und für die Klänge heute draußen am Paulusplatz. Ich sage Ihnen allen Dank, weil Sie uns mit diesem Gottesdienst, mit allen Klängen auf diese Weihnachtsbotschaft vorbereitet haben, ja eigentlich schon mit hineingenommen haben. Und ich sage allen von Herzen Dank, die jetzt noch wieder mit dabei sind, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchenverwaltung, den Zentren, all denen, die in Synode und Kirchenleitung Verantwortung übernommen haben, allen, die in Dekanaten, Gemeinden und Einrichtungen, in Kirche und Diakonie für uns, für diese Botschaft, die uns trägt, arbeiten. Und ich danke diesem Gottesdienst immer ganz besonders allen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Beteiligung, auch ihre innere Beteiligung an dem, was wir tun, was in unserer Kirche geschieht, damit zum Ausdruck bringen, dass sie dabei sind. Ich danke Ihnen für alle Verbundenheit, danke für die Mitarbeit, für die Freundlichkeit und ich danke für alle Gebete. Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr.